So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch das niegelnagelneue Löwenzahnmagazin. Kann man hier fast nicht erkennen, wegen den ganzen Gimmicks, die hier dabei liegen. Wir haben hier nämlich einmal Glibby Slime zum Testen. Das muss ich mir echt noch überlegen, ob ich das mache. Ja, verwandle Wasser in grünen Schleim. Boah, ich bin froh, wenn das Wasser normal aussieht und nicht als grüner Schleim aus der Leitung kommt. Ne? So, und dann haben wir hier auch noch dieses Chamäleon dabei. Buntes Chamäleon. 21 cm lang. Guckt euch das Vieh an. Guckt euch dieses Vieh an, als ob das Chamäleon so aussehen würde. Nie, never ever. Ich verwette meinen zuckersüßen, von Frauen begehrten Arsch, wenn es sie auch nur ansatzweise so aussieht. Nie, never ever. Soll ich euch sagen, wie das aussieht? Ich garantiert euch, das sieht so aus. Denn das hier habe ich schon mal ausgepackt. Ich glaube, dass hier exakt genau das gleiche Chamäleon drin ist. Ich bin gespannt. Ich schließe jetzt keine Wetten ab, ja? Aber mein Zuckerrübenarsch. Zuckerrübenarsch, genau das gleiche. Mein zuckersüßer Arsch wird sich freuen. Ich garantiere es euch, das sieht genauso aus. Passt mal auf, da kann man drücken. Wow. Kommt das Ganze in your face. Guckt dir das an. Wahnsinn. Der gute Slane hat mich eben extra verständigt. Rupi, ich habe gerade Fernsehen geschaut. In der Klötze kam Werbung für dieses Magazin und ich habe es schon da. Oh, warum nehme ich auch sowas immer mit? Ne? Ich kann nicht vorbeilaufen. Ich finde es so geil. Ne? Also, wir haben hier die Nummer 7 für September, Oktober. Kostet in Deutschland 3,99 Euro. Geiles Dreihorn-Chamäleon vorne drauf. Und das ist auch das Thema Chamäleons Meister der Verwandlung. Ja, hoffentlich finde ich hier mal endlich ein Rupimäleon. Ne? Genauso selten wie der Rupisaurus Rex, ne? Das Rupimäleon. Mal gucken, ob wir es hier drin finden. Mal gucken, ne? Pass mal auf. Was? Och Gott, Labrador, wie süß, oh mein Gott. Ja, und hier haben wir auch schon die Chamäleons. Mit dem Blick aus der Hölle. Nein, natürlich nicht. Guckt euch den Blick an. Wie geil. So sehe ich immer aus nach einem Abend mit Joe. Das könnt ihr euch glauben, ne? Männerabend, du siehst hinterher so aus. Alter Verwalter. Geil. Hier haben wir ein paar Infos zu Chamäleons, Kletterausrüstung, Farbenspiele, Schleuderzunge. Steckbrief haben wir hier auch noch. Cool. Was haben wir hier? Noch mehr Chamäleons. Oh mein Gott. Das Vieh hier ist rot vor Wut. Ne? Der Burner. Und das hier, das ist ein zuckerkleines Zweikamello. Die werden gerade mal 2,5. Das ist der Hammer. Steht hier irgendwie was? Winzlinge. Mikra, kleinste 2,5 cm. Boah, ich bin so gut. Heilige Scheiße. Und was habe ich gesagt? Guckt euch das an. Genau, was habe ich eben hier? Guckt da. Mein zuckersüßer Rübenarsch bleibt bei mir. Ich habe recht gehabt. Wenn das genau da drin ist, ja. Dann ist es halt wieder drin. Ist ja egal. Ich liebe die Dinger. Vor allem, wie schon gesagt, man kann sie quetschen. Guckt ihr das an, boah. Voll das Toxic Avenger Chamäleon. Wie krass. Geil. Super weich und super toxisch, ne? Ich kann euch sagen, das Vieh hier riecht durch die Tüte durch. Warum? Weil hier ein riesen Loch drin ist. Darum riecht das Ding. Aber es riecht wie nichts Gutes, ne? Wir werden es auspacken und uns anschauen. Ja, was haben sie denn hier geschrieben? Cooles Gummi-Chamäleon. Dein Extra. Dein Chamäleon ist gerade besonders entspannt. Es zeigt die Farben grün und blau. Ich wusste doch. Wie du schon gelesen hast, entstehen die Farben durch Kristalle in der Haut. Je nach Befinden rutschen die Kristalle hin und her und verändern so die Farbe der Tiere. Doch die Kristalle reagieren nicht nur auf die Gefühle des Chamäleons, sondern auch darauf, wie hell oder dunkel es gerade ist. Nachts sind alle Chamäleons blau. Ja, wie die Jungs nach dem Herrenabend. Und damit schließt sich auch wieder der Kreis. Das war's zum Magazin. Und jetzt schauen wir uns dieses Chamäleon hier an. Buntes Chamäleon aus Gummi, 21 cm lang. Wirkt wie echt. Wisst ihr das? Diese Sprüche hier. Wirkt wie echt. Das hier, das wirkt wie echt. Das ist geil. So wünscht man sich ein Chamäleon, ne? Aber Leute, wirkt das hier wie echt? Wirkt das wie echt? Nein, tut es nicht. Egal was du machst, das Ding wird niemals wie echt wirken. Nicht mal wie ein überfahrenes Chamäleon sieht das Ding hier aus. Null, 0,0. Aber ja, wir schauen uns an. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, oh, oh. Achtung, was hole ich hier raus? Ich wusste es. Ich wusste es doch. Hier hängt sogar noch so ein weißes Körnchen, mit dem die Viecher gefüllt sind.
Guckt euch das an. Es ist wirklich, es ist exakt genau das Gleiche, ne? Same procedure as jede Ausgabe. Aber egal, ja? Zwei Chamäleons sind immer besser wie eins. So, ich gehe mal ein bisschen näher dran mit der Kamera. Was haben wir denn hier für eine Länge? Wenn ich messe von vorne bis hinten, komme ich auf 18,5 cm, die Schlingel. Ne? Die haben tatsächlich das Spitzchen hier hinten auch noch ausgeklappt. Und dann komme ich hier tatsächlich auf, ja, 21 cm, ne? Die schaffen echt mit allen Tricks hier. Mit allen Tricks schaffen die, ja? Also, hier, wie schon gesagt, genau exakt das Gleiche. Ihr seht es ja. Bloß das hier ist ein bisschen praller gefüllt. Also da ist mehr von dieser Nuss-Nougat-Mischung drin, von diesen weißen Körnchen. Wenn ich hier drücke, boah, da tut sich gar nichts. So dick ist das, so prall ist das. Alter Verwalter, aber ihr hört es. Ne? Da sind diese kleinen Kügelchen drin. Die sind es. Mit dem ist das Chamäleon hier gefüllt. Und ja, es ist mega weich. Es ist mega stretchable. Ihr könnt es ziehen und stretchen, wie ihr wollt. Ne? Mega cool. Wie sieht das vorne aus? Trimm dich, ne? Vor der Kamera. Der Hammer. Schwänzchen auch mega flexibel. Aber hier, wenn er es quetscht, kommt irgendwie keine so lustige Blase raus wie beim alten. Seht ihr das? Da seht ihr übrigens die Körnchen drin. Schau mal, oder? Das ist so cool. Ja, das können wir bei dem hier nicht machen. Wahrscheinlich echt zu viel Material drin. Ein bisschen mehr Luft, dann wäre das besser. Aber egal. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall lustig. Es riecht wie Hölle. Es riecht wirklich, wie wenn man einen Kleber öffnet. Ne, eine Tube Kleber. Wie krass. Ja, hier, guckt mal. Hat sogar ein paar Details hier unten. Das ist doch nett. Ja, nicht nur einfach glatt, sondern irgendwie so eine ganz verrückte Struktur. Schwanz haben sie angeklebt. Und hier einfach so ein paar blaue Airbrush-Sprüher drüber. Und fertig ist unser Chamäleon, ne? Ja, und die Augen. Ganz klein, ziemlich müde vom vielen Magazin gucken. Und passend zu diesem Chamäleon gibt es halt auch noch hier Glibby Slime. Ne? Habe ich noch nie angerührt, das Teufelszeug. Soll ich es machen? Ich bin echt am Überlegen. Boah, bin so froh, wenn ich sauberes, schönes, reines Wasser habe. Denn wir haben hier echt mit Abstand das beste Wasser, was es überhaupt nur gibt. Prämiert, ja. Und das soll ich jetzt mit dem hier tatsächlich unbrauchbar machen. Boah, das ist schon echt hart. Also ich finde es echt hart. Alter Verwalter, wie macht man das Zeug hier? Was steckt in der Tüte? Ja, Pulvermann. Was ist die Anwendung? Nehmen Sie eine Schüssel oder Eimer und füllen Sie diesen mit 4 Liter lauwarmem Wasser. Für dicken Schleim nehmen Sie nur 2 Liter lauwarmes Wasser. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme 1 Liter lauwarmes Wasser. Pulver gleichmäßig ins Wasser geben und einrühren. Der Glibby-Schleim bildet sich nach 5 bis 10 Minuten. Was machen? Das Ding hier wurde sogar getestet. Original Dermatest, sehr gut. Ich kenne keinen Dermatest. Aber ich habe auch schon so dermaßen viel getestet. Ja, okay. Wortspielereien sind heute ganz übel. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich rühre das Zeug mal an. Weil ich echt mal wissen will, wie sich das ganze Zeug hier anfühlt. Noch lachen die Herrschaften. Also ich glaube, ich würde mein Kind nicht in die Brühe legen, ja? Weil Kind rein, das holst du raus. Weiß ja nicht, ja? Aber ich habe da echt Bedenken, ne? Übrigens, ne? Guckt euch die Abbildung an. Guckt euch das Chamäleon an. Es wirkt wie echt. Warum, jetzt mal ohne Scheiß, warum schreibt man sowas drauf, wirkt wie echt? Warum? Wer empfindet das denn an echt? Wenn ihr das seht, sagt ihr, oh mein Gott, ein Chamäleon, ist das echt? Nie, nie, never ever. Der Spruch wird niemals kommen. Aber was jetzt kommt, ist Wasser und Schleim. Passend zu unserem grünen, toxischen Chamäleon. Uhuhu. So, ich habe hier 2 Liter Wasser. Und Glibby Slime, ne? Also ich reiß das mal hier auf der Seite auf. So, hier. Geht es? Kriege ich das auf? Boah! Brauch ein Messer. Kein Problem. Ach du Scheiße! Original, ne? Oh, das, du denkst erst kurz, das riecht nach Kunstapfel und riecht irgendwie nach Gummi. Boah, Alter. Oh. Wie auch immer, es steht hier gleichmäßig verteilen und ich mache das jetzt mal gleichmäßig ins Wasser rein. Boah, Jesus Maria und Josef, guckt euch diese grüne Brühe an. Alter, voll toxisch, ne? So, haben wir es jetzt gleichmäßig verteilt, ja, ne? Also, dann steht hier
Nach 5 bis 10 Minuten bildet sich das hier. Ja, dann tue ich das hier noch ein bisschen. Ach Gott, das wird jetzt schon. Guckt euch das mal an. Das wird ja jetzt schon. Das wird jetzt schon schleimig. Ich tue es mal noch ein bisschen verrühren. Ja, so. Vernünftige Menschen würden da jetzt einen Löffel nehmen oder so irgendwas. Ne? Ich hau halt hier meine Klaue rein. Seht ihr das? Wird schon richtig dick, richtig fett. Schon richtig, ach du Schande, ist das klipprig. Guckt euch das an. Sieht man das, die Fäden? Sieht man, oder? Krass. Krass. Da ist irgendwie ein dickeres Teil noch drin. Und irgendwie so schwarze Fusselsachen. Keine Ahnung. So, schön verrühren. Okay, und jetzt lasse ich es einfach mal ein Weilchen stehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Wie krass, ne? Also man sieht es hier schon. Das ist schon alles... Hört man auch, ne? Lecker! Pass mal auf. Schleimst dir alles voll, hey. Du schleimst dir alles voll. Guck. Guck's dir an. Richtig. Übler Schleim hier. Boah. Krass. Ne? Man sagt immer, dabei findet man es geil. Ja, ist doch so. Ich lasse jetzt mal ein Weilchen einwirken. Und da bin ich mal gespannt, ne? Dann schauen wir uns das nochmal an, wie es dann endgültig wird. Also ich kann euch sagen, nur mit einem trockenen Tuch die Pfote wieder sauber zu kriegen, ist schwierig, ne? Also das musst du echt abwaschen. So klipprig ist das Zeug. So. Irgendwas tut sich da auch, ne? Ich hole es mal ein bisschen näher vor die Kamera. Guckt mal, das ist so ganz griesig, ne? Grieselig. Und hier ist irgendwie was Helles drin, ne? Also jetzt fühlt es sich gerade an wie Froschleich, der den Geist aufgegeben hat, ne? Ihr seht's, richtig schöne Schleimfäden. Ich versuche das helle Ding da zu kriegen, aber irgendwie kriege ich es nicht. Es flutscht weg. Habe ich es? Nee. Unmöglich. Guckt euch das an. Ich kriege das Ding nicht raus. Wie krass. Ne? So kann man sich auch beschäftigen, den ganzen Tag. Fisch das Kribbeldingsklößchen raus hier. Ich krieg's nicht raus, den Scheiß. Ja, dann bleib halt drin. Alter, gibt's das? Aber krass, Leute, echt krass. Fühlt sich krass an. Ihr seht auch, wie wunderbar das farblich zu unserem Chamäleon hier passt. Und ich werde es dann auch schwimmen lassen, im Schleim drin. Da könnt ihr einen drauf lassen. Das Ding hier stört echt meine Optik. Vielleicht kriege ich es mit dem Rupimeter raus, auch nicht. Mann. Jetzt habe ich's. Was ist das für ein Froschleich? Das Ding zieht Fäden ohne Ende. Seht ihr das? Hängt voll der Rotzfaden dran. Krass. Ich meine, sind es die Reste von einem Chemielaborant? Ist da mal einer reingefallen? Und das ist so der letzte Zahn, der übrig geblieben ist. Ich kann es eigentlich nicht sagen, aber krass. Da macht man sich echt Gedanken. So, auf der Kamera sind es jetzt fast 7 Minuten. Und wie sieht's aus? Ah, guckt ihr das an. Und am Boden sind richtig dicke Klumpen. Guckt ihr das an. Am Boden sind richtig, da ist der richtige Slime. Boah. Ich muss die Kamera dann noch ein bisschen drehen, ja, damit ihr das richtig seht. Der Schleim. Wie krass ist das denn, bitteschön, boah. Und da legen Leute ihre Kinder rein. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig. Ja, man kann ja auch nach 30 Jahren, wenn dann irgendwelche komische Pusteln auftauchen, ja, keine Ahnung, woher das kommt, ne? An das Produkt denkt kein Mensch mehr in 30 Jahren. Ja, was mache ich jetzt mit dieser Hand? Die kann ich eigentlich wegschmeißen, ne? Ich lasse mal noch ein bisschen einwirken. Bis wir 10 Minuten durch haben. Ja, unser Chamäleon hier habe ich festgestellt, es geht doch, ne? Es kommt doch eine Blase. Man muss halt ganz fest drücken, dann kommt eine Blase. Und dieses Chamäleon geht hier nach 10 Minuten schwimmen. Das kann ich euch sagen. Ich lege das hier rein. In die Tiefen des Slimes. Soll ich jetzt schon versenken? Chamäleon, möchtest du jetzt schon tauchen? Oh ja, lass mich tauchen. Okay, komm hier. Ich tauche das Chamäleon. Oh, es taucht gar nicht. Nee, es mag schwimmen. Es schwimmt oben auf. Gott, das Ding ist so glitschig, ich kann es kaum mehr halten. Guckt mal, es flutscht mir aus der Hand. Wie krass ist das denn? Liebe Zeit, echt
wie ein Molch, wie so ein Lurch, obwohl es ein Reptil ist, ne? Ja, paradox. Also es mag schwimmen, schwimmendes kleines Chamäleon. Oh, und ich sabber das hier voll, Alter, das ist so, boah, du kannst, also das ist, wow, ich brauche hier ein Tuch, Mann. So, also ich sage euch was, die 10 Minuten sind jetzt rum, ja? Und ich glaube, ich warte, bis es jetzt noch ein bisschen kühler wird. Entweder der ganze Schleim wird dann noch ein bisschen fester oder es löst sich wieder auf. Ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall, das Rupimelion schwimmt hier wunderbar drin. Es kann sich den Bauch schön vollsabbern. Ich gucke jetzt einen Film und nach dem Film, denke ich mal, wird es wieder kalt sein. Und dann bin ich mal gespannt, was draus geworden ist aus diesem Slime hier. Also bis jetzt in diesem Moment bei, ja, Realtime, 11 Minuten, ist das hier eine Waffe. Ehrlich, das ist eine Waffe. Stell dir vor, Zombie-Apokalypse, überall um dich rum Zombies. Du hast diesen Slime, leer das Ding einfach um dich rum. Sie rutschen alle aus. Keine Chance, komm nicht an dich ran. Wenn sie auf dem Boden liegen und zappeln, kannst du einfach drüber steigen. Aber berühre um Himmels Willen nicht diesen Slime. Ja, also nicht Achtung Lava, sondern Achtung grüner Slime. Aber so entkommst du definitiv den Zombies. Mein Tipp, Rupis Survival-Tipps. So Leute, winke, 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 extra toxische Handschuhe angezogen. 2 Stunden später, das Ding sieht wirklich aus, ja, wie Götterspeise irgendwie, nur halt ein bisschen weicher. Bin mal gespannt, ob es immer noch so schleimig ist. Jetzt ist mittlerweile, ja, abgekühlt. Ich ändere mal hier die Kameraposition, damit ihr hier auch schön seht, wie schleimig das Ganze ist. Falls es noch schleimig ist, keine Ahnung, ne? Ich fasse hier mal rein. Es ist wunderbar schleimig, ihr seht es, ne? So, und jetzt kommt hier, ich zieh mal ein bisschen Schleim über unser Chamäleon-Krokodil hier. Boah, das ist, also es flutscht einfach weg, ne? Gott, ist das Ding glitschig, du kannst echt, ne? Seht ihr das? Flups weg, der Knaller, boah, du kannst das Ding fast nicht greifen. Der Hammer, also hier, komm, Slimy, guckt euch diesen Schleim hier an. Ah, wie krass, ja klar, da haben Kids ihren Spaß dran, logisch, ja, obertoxisch das Ganze, das ist der Hammer, also was für ein Burner Slime, also unten ist tatsächlich irgendwie noch eine dickere Masse drin, ja, guckt euch das an, boah, richtig fett stabiler Slime, ja. Und ich kann es nicht mal über unser Kamel. Doch, jetzt geht's. Ach, das ist so rutschig, das kann ich vergessen. Ne? Wenn ich es raushol, oh, guckt euch diese Slime-Wand hier an. Wie krass, oder? Junge, also ihr kriegt hier echt brutalen Slime. Das sind jetzt 2 Liter, keine 4 Liter, wie empfohlen. Ja? Boah, ich muss das arme Vieh hier mal erlösen. Ich tue es mal hier raus. Also so eine Sauerei, guck dir das an. Alter Verwalter, wie krass. Ob ich das jemals wieder von dem Vieh hier runterkriege, ja? Wenn ich jetzt rübergehe, dann ziehe ich die ganzen Fee. Ach komm, drauf geschissen. Wow, guckt euch an. Wow, wie krass. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall Spaß mit haben. So sieht der Slimy Schleim hier aus. Wie heißt, ne, Glippy Slime. Und ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich die Handschuhe entsorgen kann. Was eine Sauerei, hey. So, hier. Und ja, muss ich abwaschen, sonst kriege ich den Schleim hier gar nicht mehr runter. Der Hammer. Also, auch im kalten Zustand ist das Ding hier noch megamäßig schleimig. Der Beutel hat es in sich, ne? Aber wie schon gesagt, das Ding hier, das ist ja jetzt schätzungsweise nur eine Probierpackung oder was. Wie schon gesagt, ich meine, denkt immer dran, eure Haut nimmt es auf. Ist nur meine Meinung, aber ich würde mein Kind da nicht reinsetzen. Ganz ehrlich, die Hand reicht schon und das ist schon fast zu viel, ne? Das arme Chamäleon muss ich ganz schnell putzen, damit ich es wieder zu seinem Kumpel setzen kann. Also Freunde, das ging jetzt länger, als ich es eigentlich machen wollte, aber das kriegt ihr im neuen Löwenzahnmagazin Nummer 7, September, Oktober für 3,99 mit dabei, Bundeschamäleon, wie echt, ne, ja, man hat es hier gesehen und dieser Slime, ne, wenn ihr da Spaß mit habt, könnt ihr da überhaupt nichts falsch machen.
Alles, was ich hier in diesem Video gesagt habe, wie immer meine eigene Meinung. Wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr als nächstes tut. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer Rupi, yay! Oink, oink.